Wir sind in Kaiserslautern und es ist kein Tag wie jeder andere. Waldhof Mannheim ist zu Gast, erstmal seit knapp 18 Jahren. Ein Spiel, auf das man sich als Sportreporter eine ganze Woche lang freut und die Gänsehaut und das Adrenalin kriechen hoch. Heim. Wir haben wahrscheinlich 40.000 Zuschauer und dann müssen wir heute heim gewinnen. Nur heute. Nur heute. Ich war nicht gegen Mainz hier, weil nur der Waldhof zählt. Emotionen pur. Emotionen. Erinnerung an die früheren Zeiten, zu Bundesliga-Zeiten, als auch Mannheim noch da war und die heißen Fights. Natürlich hassen wir Lautern. Ist ja klar, wir sind ja Waldhof-Fans. Aber nicht so, dass wir Schwein durch irgendeine Stadt treiben müssten. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung. Ne? Vor 18 Jahren das letzte Mal gespielt. Dann eigentlich auch verloren gehabt. Jetzt wollen wir mal zeigen, dass wir wieder da sind und dann wieder zurückkommen. Du darfst Penzenberg nicht unterschätzen. Da musst du Respekt haben davor. Ja? Samter Südwest-Derby. Viel mehr Emotionen gehen nicht. Wir sind drin in dieser Partie. Endlich wieder Südwest-Derby. Wir dürfen uns schon darauf gefasst machen, dass hier richtig wilder Offensivfußball gestartet wird. Verdeckter Schuss, nicht leicht für Timo Königsmann. Super Parade, wichtig in dieser Anfangsphase. Momentan sowas vor dem Kreuz, dieser Valmir Soleimani, und da ist das Tor! Gianluca Korte mit dem 0:1, 10 Minuten gespielt, erster Angriff Mannheim und der Gästeblock geht komplett steil. Es ist Kevin Kraus und das ist also der Ausgleich beim Südwest-Derby. Besten der Liga, überragend und eine ganz tolle Sache. Und es war einfach Gänsehaut pur. V
fantastisch. Mit so Fans, wenn man da mit 4.500 Leuten auswärts fahren, das ist unbeschreiblich. Aber insgesamt würde ich sagen, es war heute ein Fest für den Fußball, ein Fest für den Waldhof und ein Fest für die dritte Liga.